war ein wirklich gutes Spiel. Alles hat Gas gegeben und alles hat alles gemacht heute. Und wir haben auch sehr viel Qualität und ein schönes Tor. Man will unbedingt gegen die Teamkollegen gewinnen und ja, das ist uns gelungen und darüber sind wir sehr glücklich. Ja, ja, das war wichtig auch jetzt, weil die Saison bald losgeht, dass jeder nochmal Spielpraxis bekommen hat, Spielfitness, und das wird uns sicherlich helfen. Ich finde, wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen, haben dann auch schnell 2-0 geführt und dann irgendwie haben wir richtig schnell abgebaut, 2 unnötige Tore noch vor der Pause kassiert. Wir haben dann sehr, sehr gut zurückgefunden, noch 2 Tore gemacht, dann aus der Halbzeit gekommen, gleich nachgelegt, 3-2 Führung. Und dann haben wir es gut heimgespielt. Es war natürlich wichtig für uns, dass wir ein bisschen Mixed-Mannschaften haben heute. Und, aber natürlich, ich war der Trainer für die Rote heute und die haben natürlich gewonnen. Ja. Ich hoffe auch, die Blauen spielen gut, aber ich habe mit den anderen Trainern gesagt, natürlich, ich muss gewinnen und ich habe das gemacht. Habt ihr um irgendwas gewettet oder so? Ja, nur einen Wein, das ist normal. Habt ihr irgendwas ausgemacht? Also muss das Verliererteam heute Abend den Mannschaftsabend bezahlen oder so? Boah, also ich habe nichts mitbekommen, keine Ahnung, aber vielleicht schauen wir mal, was passiert. Wir sind bereit. Ich denke, dass wir haben das auch heute gesehen. In einer Kulisse mit 30 Grad und das war natürlich schwer für die Spieler, aber das ist normal, wie kann das in Wien oder in Wiesbaden 30 Grad oder in Mewer Arena, das ist normal, aber das war gut zu sehen, dass wir, die Fitness ist schon da. Wir haben alle sehr gut trainiert, wir haben im taktischen Bereich sehr hart gearbeitet, ich glaube, das hat der ganzen Mannschaft gut getan, wir haben gute Abläufe heute gezeigt, was wir trainiert haben. Und ja, also am Ende des Tages war es ein sehr, sehr erfolgreiches Trainingslager für uns. Wir haben ein sehr gutes Trainingslager, wir haben mit alles gemacht, auch sozial, Relationen zu machen. Und das ist natürlich wichtig, dass die Mentalität in der Gruppe und die Stimmung in der Gruppe gut sind. Und das ist auch wichtig, aber wir haben auch sehr viele Trainings mit Tactical Dingen gemacht. Und ich hoffe, dass wir sind bereit. Ich weiß, dass wir bereit sind. Ja, ich hoffe, dass wir den letzten Test jetzt gewinnen, damit wir sehr, sehr gut in die Saison starten können und die Vorbereitung abpacken können. Und deswegen geben wir nochmal alles von den Fans in der Mewer Arena. Und ja. Okay, danke, Nelly.